Hallo und Servus liebe Trader, in diesem kurzen Video möchte ich euch die Signal- und News-Alarme vorstellen. Mit diesen könnt ihr eure Kurslisten systematisch überwachen lassen und außerdem zeige ich euch noch den Alert-Manager. Dort findet ihr eure bereits platzierten Kursalarme, könnt diese dort verwalten und außerdem die zuletzt getriggerten Alarme ansehen. Dazu gehen wir wie immer auf den Trading Desk auf traderfox.com, gehen hier auf einen leeren Desktop und öffnen uns hier jetzt einfach eine bestehende Kursliste. Hier könnt ihr entweder eine vorgefertigte Kursliste nehmen oder eine eurer eigenen Listen. Diese Liste haben wir bereits einmal in einem vorigen Video gemeinsam erstellt. Hier haben wir 7 verschiedene Aktien darauf. Wir könnten jetzt bei jeder dieser einzelnen Aktien einen Kursalarm im Bereich des 52-Wochen-Hochs platzieren, um über eine neue Breakout-Chance informiert zu werden. Oder wir nutzen hier jetzt die Signalalarme, um die gesamte Kursliste automatisch überwachen zu lassen. Dazu klickt ihr einfach auf das Glockensymbol, dann kommt ihr zu den Listenalarmen und dann öffnet sich auch schon das entsprechende Menü. Hier sind derzeit alle Funktionen deaktiviert und ihr seht sofort, hier gibt es die Funktion Neues 52-Wochen-Hoch. Wenn ihr hier den Reiter auf Anstellt, dann bekommt ihr automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung oder Push-Notification, sobald eine dieser Aktien das entsprechende Signal triggert. Ihr müsst also nicht mehr bei jeder einzelnen Aktie einen Alarm platzieren, sondern ihr könnt dieses Schema auf die ganze Kursliste auslegen. Dasselbe funktioniert bei neuen Tiefs. Das ist natürlich besonders für Short-Trader interessant, wenn ein neues Trend-Template auf Tagesbasis begründet wird, beziehungsweise bei Kursbewegungen von mindestens 3 oder 5%. Das heißt, wenn sich bei irgendeinem Wert bedeutende Up- oder Aufwärtsgaps andeuten, beziehungsweise starke Kursbewegungen, dann habt ihr das auch immer sofort im Blick. Außerdem könnt ihr hier den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für eure Alarme benutzen und darunter findet ihr außerdem jetzt noch die News-Alarme. Wenn sich irgendwo bedeutende Nachrichten ergeben, dann könnt ihr das immer ganz schnell mit diesen Funktionen herausfiltern. Bei US-Werten lohnt es sich immer auch den Newsbot zu aktivieren. Dieser filtert speziell auch nach Quellen am US-amerikanischen Markt. Ansonsten lohnt es sich hier auf alle Fälle auf den DPA AFX Profit zurückzugreifen. Hierzu müsst ihr allerdings das entsprechende Abo abgeschlossen haben. Die Informationen findet ihr hier bei der News-Spalte unter DPA AFX. Dann habt ihr immer die wichtigsten Nachrichten sofort im Blick und seid immer ganz schnell up to date. Wenn ihr täglich fleißig eure Screenings betreibt und nach immer mehr Kursalarme gesetzt habt, dann spielt auch der Alert Manager eine immer größere Rolle für euch. Hier findet ihr alle bereits platzierten Kursalarme in der Übersicht, beginnend mit dem aktuellsten in absteigender Reihenfolge. Ihr könnt hier auch immer Veränderungen vornehmen, könnt die Alarme löschen, findet hier die überwachten Kurslisten. Ihr seht hier zum Beispiel, überwache ich mein Depot nach bestimmten Kriterien. Sobald einer meiner Werte ein entsprechendes Signal triggert, bekomme ich die Nachricht immer sofort per Push-Notification und kann dann schnell entsprechend darauf reagieren. Beim Alert-Ticker findet ihr auch immer die zuletzt getriggerten Signale. Diese Liste wird in Echtzeit aktualisiert und kann euch eine gute, übersichtliche Zusammenfassung bieten. Ich hoffe, ich konnte euch die Signal- und News-Alarme nun ein wenig näher bringen. Alle weiteren Funktionen zeige ich euch dann in den folgenden Videos.